Über 100.000 Menschen in Deutschland werden jährlich Opfer häuslicher Gewalt. Davon sind 84% Frauen. Ihr Alltag ist geprägt von Bedrohung, Stalking, sexueller Nötigung, Körperverletzung, Vergewaltigung bis hin zu Mord und Totschlag. Die wenigsten schaffen es aus eigener Kraft, sich aus dieser Hölle zu befreien. Hallo, ich bin der David und komme aus Neumarkt. Ich bin der Marcel und komme aus Würzburg. Ich bin der Marvin und komme aus Epplingen. Ich bin der David und komme aus Limburg. Ich bin die Denise und komme aus Ansbach. Ich bin der Manu und komme auch aus Nürnberg. Ich bin die Julia und komme aus Eckental. Ich bin die Jessica und ich komme aus Neumarkt. Und wir sind die Azubis vom Fernverkehr. Die Planung der Benefizveranstaltung hat in etwa 2 bis 3 Monate gedauert. In dieser Phase wurden Kontakte zu verschiedenen Vereinen geknüpft, eine Location gesucht, der Finanzplan aufgestellt und schließlich ein Flyer entworfen, um den Charity Slam bewerben zu können. Für die Werbung sollten verschiedene Kanäle genutzt werden. Daher gab es neben einer Facebook-Veranstaltung und öffentlich ausgelegten Flyern auch einen Infostand am Nürnberger Hauptbahnhof. Das ermöglichte es, über den Charity-Abend hinaus auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen und offene Fragen zu klären. Stattgefunden hat der Charity Slam am 15. März 2017 in Nürnberg. Mit ca. 100 Besuchern war der Saal bis zum letzten Stuhl besetzt. Das Hauptargument, warum ihr alle hier seid, das ist das Frauenhaus hier in Nürnberg. Die Vertreter sitzen da hinten, würden sich natürlich freuen, wenn ihr vielleicht mal vorbeischaut, wenn ihr Fragen habt. Folgendes wird hier mal passieren: Wir müssen nicht alle gegenseitig uns Probleme erzählen, sondern wir werden gemeinsam Texte hören von Menschen, die sich bereit erklärt haben, heute für einen guten Zweck und sehr wenig Geld eher für ein Apfel und ein Ei aufzuschließen. Drehen wir es mal um. 776,40 dann gekommen.